Ja, ich muss zugeben, man muss schon kerngesund sein, sich bei diesem nasskalten Schneeregenwetter nach draußen in die Wälder zu begeben. Es ist stürmisch, es ist kalt, 1 Grad über Null, Schneeregen ziemlich heftig und natürlich bin ich draußen und ich bin auf dem Weg eine Etage höher, denn es könnte sein, dass 100 Meter weiter oben der Schneeregen in Schnee übergeht und da will ich natürlich hin. Und in gespannter Erwartung, ob mich heute der Coronavirus nerven wird, der meine Tochter Samira und meine Frau ziemlich arg attackiert hat. Und Astrid ist auch weiterhin, hängt ziemlich heftig in den Seilen. Ja, und ich reite jetzt eine Attacke mit unseren Hunden, denn in der Bude hocken und darauf warten, dass die Kopfschmerzen kommen, dass die Gliederschmerzen kommen, dass die Nase läuft, dass der Husten bellt. Ha, Arschleck, Attacke rein, ist angesagt. Ja, heute gilt wieder ganz besonders meine Kampfdevise: Krankheit mit Gesundheit bekämpfen. Blöder Spruch, keiner glaubt, dass es funktioniert, außer ich. Und ja, ich merke, wie der Coronavirus anfängt an mir zu nagen. Aber ich habe den Eindruck, ich schmecke diesem Scheißvirus aktuell nicht besonders. Warum auch immer, gefällt mir. Und ja, ich war heute in der Apotheke. Ich war erst bei unserer Hausärztin, habe für Astrid eine neue Krankmeldung besorgt, neue Rezepte für Schmerzmittel, Novalgin, Dramal, Tralala, was denn noch? Ja, Ibuprofen natürlich. Aber ich bin gar nicht zur Ärztin rein, die hatte genug zu schaffen. Dann gleich in die Apotheke, neue, hoffentlich aussagekräftige Corona-Tests, Schnelltests gekauft. Und jetzt bin ich auf meinem ganz persönlichen Schnelltest. Entweder ich falle gleich tot um oder ich bleibe gesund. Heute mein erster Kontakt mit Schnee in diesem Winter 2023-2024. Wäre ich jetzt im Westerwald in meinem einzigen Alterswohnsitz in unserem Outdoor-Camp, dann hätte ich schon seit gestern Schnee um die Ohren gehabt und heute schneit es dort bei leichtem Minimaldauerfrost auch ganz schön heftig, sodass morgen 20, 25 Zentimeter Schnee dort anzutreffen sind. Und scheiße, leider habe ich morgen wieder einen Termin in der Kerkhoff-Klinik in Bad Nauheim wegen meiner Thrombosenscheiße. Aber ich denke, in dieser Woche werde ich noch eine Attacke reiten. In den Hohen Westerwald, in Schnee oder hier im näheren Vogelsberg, wo jetzt auch ordentlich Schnee fällt. Ja, ich kann mir vorstellen, wie jetzt
die mittlerweile sehr große Zahl der Menschen, die denaturiert sind, die überhaupt Wetter nur noch aus dem Fenster raus wahrnehmen, aus dem Autofenster, aus dem Hochhausfenster, aus dem Bürofenster, alles natürlich voll klimatisiert, dass die Schnee hassen und dass die fluchen. Auf diesen Scheiß hier könne man verzichten. Aber, und das finde ich wieder sehr schön, ich habe auch noch Kontakt zu Menschen, die freuen sich über den ersten Schnee, so wie ich. Und ja, sich diese Kindheitsfreude auch noch als alter Opa zu erhalten, das freut mich an mir. Ja, so liebe ich das ganz besonders. Gerade ist der Herbst, der bunte Herbst vorbei. Die Winde, die Stürme der letzten Tage haben die letzten bunten oder auch nicht bunten Blätter von den Bäumen gefegt. Und jetzt kommt das Weiß dazu. Das Wasser. Trinken. Spaghetti, da trinken. Ja, wenn ich hier mit meinen Hunden im einsamen Wald rumtigere und wo ich sie habe, gerade saufen lassen, dann kommt mir natürlich in den Sinn, dass wir demnächst hier die Wälder überall mit Wölfen teilen. Und das ist cool, das ist spannend und das ist allerdings auch schlicht und ergreifend nicht ungefährlich. Nein, komm, wo bist du?
das Glück. Alles gut, Spaghetti. Alles gut. Es kommt nicht selten vor, dass ich mich mit meinem E-Bike auf die Schnauze lege. Ob das in der Wüste ist, auf Schlammpisten ist, auf Sandpisten oder heute auf einer Schneepiste. Das kann passieren. Das Gute daran ist allerdings, dass ich einen Tiefeinsteiger habe. Eigentlich ein Rentnerbike, was sich hervorragend eignet zum Stürzen. Denn man kann sich immer seitlich rausfriemeln und bleibt nicht an der Stange hängen, die so die üblichen Fahrräder haben, und haut sich da die Eier platt. Nein, ich kann mich wegbügeln, ich kann mich immer retten. Ich habe mich in all der Zeit trotz zwei neuer Hüftgelenke und so bisher noch nicht verletzt. Und das ist gut so, wa? So, alles Paletti. Weiter geht's. Auch die Hunde sind es gewohnt, wenn ich mal aus den Latschen falle, ich meine vom Fahrrad falle oder das Fahrrad auf die Hunde fällt, sind sie gewohnt und sie gehen auch immer reflexartig zur Seite, sodass sie nicht vom Fahrrad verletzt werden. You
Like silence.
Ja, eins kann ich mal sagen. Draußen vom Walde komme ich her. Und ich kann euch sagen, es weihnachtet sehr. Wow. Was wird da getrennt jetzt oder wie, was machst du? Ich mache Kokosmakronen und naja, für die ganz klassischen Kokosmakronen trennt man alle Eier und nimmt immer nur das Eiweiß. Und das Eigelb benutzt man gar nichts. Das Eigelb, was machst du denn damit? Das macht man in Frikadellen rein oder isst es aufs Brot oder was weiß ich. Vanillekipferl. Ja, man kann auch Vanillekipferl machen. Ich mache heute aber eine saftigere Variante, das heißt, ich nehme zwei Eiweiß und ein Vollei. Also bei den Kokosmakronen muss man nämlich das Eiweiß oder prinzipiell die Eier, auch wenn man das volle Ei macht, erstmal richtig schaumig aufschlagen. Zusammen mit Puderzucker. Okay. Ein bisschen Vanille mit rein. Echte Vanille? Ja. Echt. Ah, so. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say, but we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Heute ein feucht-kalter Vorwintertag. In den Mittelgebirgen schneit es schon ein bisschen. Hier in der Wetterau am Fuße des Vogelsberges ist es so nasskalt, 2 Grad. Allerdings waren wir nichtsdestotrotz mit unseren Hunden draußen schon 10 Kilometer unterwegs. Aber jetzt in den Abendstunden macht es total Spaß, hier ein bisschen Weihnachtsbäckerei zu betreiben. Gefällt mir, das gefällt meiner Frau Astrid und das gefällt auch Samira. Und jetzt duftet es gleich wieder hier in der Bude nach wunderbaren Weihnachtskeksen. Das gefällt mir. Nicht nur der Duft, auch das Resultat, was da ist. I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow.
of how we come together and explode. I know that when the song is over, we go home. I know that when the song is over, we go home. Haftet gut auf dem rauen Zeug. Ja. Sieht gut. Wir können ja ein paar so machen und ein paar so. Papa hat sich gewünscht, dass ich welche bepinsele. Funktioniert auch. Ja. Down the tune, I never liked it fast. You wanna get there soon, I wanna get there last. It's not because I'm old, it's not the life I led. I always liked it slow, that's what my mama said. I'm lacing up my shoe, I don't want to run. I'll get there when I do. Don't need no starting gun. It's not because I'm old, and it's not what dying does. I always liked it slow. Slow is in my blood. I always liked it slow. I never liked it fast. With you it's got to go, with me it's got to last. It's not because I'm old, it's not because I'm dead. I always liked it slow, that's what my mama said. Swift, all your turns are tight. Let me catch my breath. I thought we had all night. I like to take my time. I like to linger as it flies. A weekend on your lips, a lifetime in your eyes. The last is not because I'm old. It's not the life I led. I always liked it slow. That's what my mama said. I'm slowing down the tune. I never loved it fast. You wanna get there soon. I wanna get there last. So baby, let me go. You're wanted back in